Dort haben wir nur ein Zettel eingehalten und nicht verteidigt. So sieht das aus, gell? Und jetzt wieder der Heinze gewinnt diesen Start in gewohnter Manier, kann man sagen. Oh, der Hammerdinger, hinten die Runde, der Kettentaler. Und Sie sehen, da schiebt sich schon der Dresdner, der Meißner genauer gesagt, der Unabsichtige, da auf die zweite Position, geht dann wieder diese Kämpfer vorbei und der ist ja auch nicht von schlechten Eltern, der kann schon richtig rollen lassen. Natürlich seinen Platz halt und da ist außen. Wahnsinnig lange das Jahr steht. Dann wieder außen vorbei. Ja, Martin Fürst. Und holt sich diesen Platz durch für den MC-Kettenstart. Auf seinem Paul Eichmann-Zeck geht das Auto. Kompakt gebaut. Aber einzeln da die Gefälle. Dieser Dieselkämpfer geht in Ansatz des Angriffes über, meldet sich schon mal so hinten rechts vor der Zickzackkurve, vor der Schikane. Ist wirklich eine, aber Sicherheitsschikane. Die fahren nicht zu schnell werden, sonst werden die da unten mal 200 das Ding schon richtig da durchlauzen durch die Schikane. Da hält man schon ein bisschen der Atem an, aber auch der Olaf, der zingelt hinter da ab und zu mal irgendwo sieht, er fährt ja in der Ostmeisterschaft, in der Internationalen und jetzt plötzlich kauft er wieder mal ein Tempo auf. Da sieht man, dass der Junge noch richtig gut drauf ist. Michael Lode ist in der ersten Saisonjahr, sammelt da so seine Erfahrungen. Mittlerweile liegt man so beim Schnitt von 73 km/h. Und hier kommt der Sieger, Frank Meisel vom MSC Siegmachtal.